Hallo zusammen, willkommen beim Let's Play zu Station Years. Ihr habt sicher bemerkt, ich mache immer im Pausenmenü die Ansage, weil halt die Zeit spielt gegen einen. Wir haben ja Hunger und Durst und alles und wir werden dreckig und stinken. Und dann ist eigentlich die 20, 30 Sekunden für die Anmoderation ist dann immer im Pausenmenü, damit wir die Lebenszeit des Charakters nicht verschwenden. So, gut, wir wollen heute, wir haben ja letztes Mal noch den Advanced Furnace oder erweiterter Ofen hergestellt und ich will ihn mal, der soll am Schluss hier rein, aber ich will ihn trotzdem mal hier draußen aufbauen, um zu schauen, wie er denn so funktioniert. Da gibt es einen Typ und warte mal. Eigentlich wäre gerade so mal richtig. So. Was braucht es, um den zu vervollständigen? Sicher ein Schweißbrenner. Und wir müssen Elektroteile haben. Ha! Elektrische Teile. Gut. Ja, elektrische Teile. E-Parts. Voll geil. Goldkupfer Zink, das ist gut. Im Elektrodrucker Stufe 1 können wir die machen. Wie viel brauchen wir davon? Ein Stück. Boah. Wir schalten die Anlage hier ein. Und dann schauen wir mal kurz, dass wir. Oh! Strom. Wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Ja, wir wollen ja, also die Idee am Ganzen, wir wollen eine größere Batterie da reinstellen und wir kriegen Strom. Die Sonne ist jetzt genug hoch. Wir wollen. Er läuft noch nicht. Ja, es kommt, gut. Elektrische Teile. Die Idee ist ja am Ganzen, dass wir. Oh, das geht aber schnell. Zack. Zusammenschmeißen. Und dann. Ah, einfach so direkt. Ah, cool. Die Idee ist im Ganzen, dass wir. Was brauchen wir jetzt? Stahlblech. Von Hand montiert. Gut. Doch, mit dem Schweißbrenner. Gut. Okay. Und Schraubenzieher, um zu Ende konstruieren. Ne? Nice. Gut. Also die Idee ist ja, wir brauchen ja die Größe, also wir wollen ja gerade die großen Batterien machen. Die kleine ist ja gut und recht, aber jetzt eine zweite, dritte kleine da reinstellen ist ein bisschen mau. Und wir wollen die große machen und für die große brauchen wir Legierung. Für die Legierung brauchen wir den besseren Ofen und das ist das hier. So, gut, was haben wir denn hier? Wir können programmieren und wir können Strom. Gut, der braucht Strom. Wir haben hier wieder Input, Output. Also hier kommt dann wieder das heiße Gas raus. Hier kommt Treibstoff rein und hier kommt Wasser raus. Höchstwahrscheinlich. Nimmt mich ein Wunder. Weil, gut, den haben wir eben. Der hat nichts drin, gell? Doch. Nein, das ist die Atmosphäre vom Ding. Das ist einfach die Atmosphäre vom Planeten drin. Im Ofen selbst nichts Wesentliches. Gut, okay. Müssen wir mal schauen, was genau ist. Also, hier kommt wieder heißes Gas raus und raus. Und das ist noch cool. Die hat einen Hebel. Weiter Ofen, Ausgang. 50 Liter. 70. Ah, da können wir. Ah, wir können uns das Ventil sparen. Brauchen wir das Ventil nicht mehr, weil wir es ja gerade direkt hier haben. Dann den kennen wir. Druck, Auslass. Hier kommt es rein, hier kommt es raus. Wow, mega gut. Gut, wir werden den hier drin installieren. Das heißt, wir reißen da mal Zeugs raus, damit wir da arbeiten können. Müssen wir halt nachher wieder reinbauen. Das mache ich. Ah, ich habe noch eine Idee, wenn wir gerade am Ausbrechen sind. Ich würde gerne
Die Dinge, warte mal, jetzt muss ich noch mal nachschauen, Farbe. Wir haben ja Sprühdosen. Gibt sicher eine gelbe, genau. Wir können sicher die Leitungen auch gelb machen im Werkzeugmanufaktor. Das wäre ja der hier. Ups. Gelbe Spraydose. Machen wir kurz eine. Weil ich würde gerne. Ich habe ja. Ah, der ist nicht eingeschaltet. Super. Oh, da hat es Zeugs drin gehabt. Aber gut, hä? So, gut. Ich würde gerne die Kabel. Kann ich die nicht malen? Nein, ich kann sie nicht malen. Nein. Doch. Ich kann sie anmalen. Wieso kann ich das nicht anmalen? Kann man Bögen nicht anmalen? Ja, das ist jetzt doof. Ja, dann lasse ich es gerade lieber. Ich habe gedacht, ich mache alle Leitungen, die halt an dem Schalter dran sind. Licht, ah ja, stimmt. Dann machen wir das Licht aus, Strom sparen. Alle Leitungen, also alle Lampen, die sind ja an dem Schalter dran, dass ich die Kabel einfach gelb mache. Aber wenn ich natürlich den Kreis nicht machen kann, also die Kurve, hier auch nicht, oder? Doch, die kann ich. Wieso kann ich denn die nicht machen? Ist weil der Rahmen im Weg ist. Warte mal. Das nimmt mich wunder. Mal mit dem Brecheisen kann ich den wegmachen, oder? Winkelschleifer. Kann ich den wegmachen? Das wollen wir gerade probieren. Kann ich so malen? Ah, so kann ich es. Gut. Ich muss den auch noch wegmachen. Super. Wieder eine riesen Übung, um mein kleines Fitzelkabel zu machen. Gut, wunderbar. Wir wollen die Wand wieder installieren. So, unter Form 1. Gut. Wunderbar. Jetzt kann ich die Bleche wieder montieren. Zap. Zap. Wunderbar. Doch gut aus. Cool. Das ist dann eine Geschichte jenseits der Aufnahme. Den reißen wir jetzt raus. Kann ich mit dem Winkelschleifer demontieren? Ja. Was gibt's? Brechstange. Also ein Kreisfuß. Sagen. Bei uns sagen wir da Kreisfuß. Und zap. Und den brauchen wir nicht mehr. Ich komme mal hier ins Archiv. Oh, langsam voll. Und die wollen wir auch noch ein paar wegnehmen. Falsches Werkzeug. Brauchen den Schraubenschlüssel. Und das Ventil natürlich auch. Das ist jetzt auch überflüssig, hä? Weil der Ofen hat ja anscheinend Ventile integriert. So, gut. Dann nehmen wir den Ofen und packen den mal da rein. Wie kann ich den demontieren? Sicher wieder mit dem Winkelschleifer. Handbohrer. Gut. Da. Winkelschleifer. Boah, fünf Platten braucht der. Oh, krass. Aber ist okay. Krass. Drahtschneider. Krass ist eigentlich die Elektroteile. Und jetzt noch der selbst. Der ist eigentlich das Krasseste. Gut, wunderbar. Und jetzt packen wir den rein hier. So. Gute Frage. Ich möchte ihn gerne. Ah, das ist wieder so eine Sache. So, weg. Auf der Position. Nein. Das wäre jetzt gerade wie bei Satisfactory, man kann es mal platzieren. Also so das Platzierdings. Und da kann man die Taste festhalten, rundherum laufen und schauen wegen der Position. Und dann, ja, hier sieht es doch wunderbar aus. Gut. Elektroteile. Stahlbleche. Ich glaube, mit dem Schweißbrenner muss man die wieder anmachen. Gut. Dann mit dem Schraubenschlüssel. Hä? Wunderbar. Haha! So, wunderbar. Gut.
Jetzt haben wir hier Output, das ist die Output-Leitung. Dann nehmen wir doch Rohre. Wir brauchen mehr Rohre. Haben wir noch Rohre? Ja, wir haben sogar noch Rohre. 10 Stück sogar. Gut. Hier ist Output. Dann nehmen Sie einen Bogen. Man sieht es wieder so schlecht. So. Genau. Dann runter. Dann ein Stück gerade. Dann rüber. Raus und raus. Gut. Jetzt ist die Abluft mal geritzt. Was mich wundern nimmt wegen der Abluft. Da sind ja Gase drin. Ob wir die dann recyceln später. Aber jetzt blasen wir mal die in die Marsatmosphäre. Die ist ja eh schon giftig, da kann noch Gift hinzukommen. So, gut. Der hat noch Strombedarf. Wunderbar. Dann nehmen wir doch Strom. Wir nehmen noch das Werkzeug in die Hand. Sollen wir den gerade auch anschließen? Ach komm, wir schließen gerade an, dann müssen wir nachher nicht überlegen, später und wieder den Boden rausnehmen. So. Gut. Und jetzt ist so, jetzt haben wir hier so einen feinen Schalter für die hier. Warte mal, apropos. Die können wir mal ausschalten, wenn man sie nicht braucht. Jetzt wäre es eigentlich gut, hätte ich einen Schalter eigentlich für den Raum noch. Ich schätze gerade die Frage. Hier wäre das, wenn wir den Furnace nicht brauchen, dass wir generell ausschalten können. Es stellt sich wieder die Frage, sollen wir echt die hier woanders bedienen? Da können wir nämlich den Schalter lassen, das ist für den Raum. Haben wir noch mal so einen Trafo? Wir machen noch einen, ich glaube, wir haben keinen, wir machen einfach einen. Trafo, Trafo, Trafo. Ein Transformator, genau. Stellen wir mal rasch einen her. Gut. Jetzt rausschmeißen. Dann wäre es gut. Dann machen wir die hier hinten ran. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht von der Himmelsrichtung. Warte mal. Hebel oben wäre gut. Und von links nach rechts. Muss man hier hinsetzen. Ja, ich glaube, ich setze es hier hin. Jetzt hat sich's gedreht, das ist nicht gut. So, hier hin. Da kann man hier die Maschinen einschalten. Und hier machen wir dann den Furnace ein aus. Gut, legen wir noch Kabel. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Kabel. Kann man gerade produzieren. Kabel, Kabel, Kabel. Und dann gehen wir einfach so entlang. Eins, zwei, drei. Gut, ich glaube, das reicht. Ja, es reicht. Und jetzt wäre es gut, hier entlang. Den habe ich jetzt Mist gebaut. Mist gebaut, der ist falsch montiert. Immer darauf achten, wenn es gelb ist, ist connected. Anders nicht. Dann hoch und noch ein Stück gerade. Gut. Jetzt können wir den mal ausschalten. Den geben wir Schub. 2,5 reichen für die Anlagen. Hä? Ja, jetzt sind die hier dran. Jetzt können wir hier abknipsen. Dann machen wir einen Bogen hin. So, wunderbar. Und hier nehmen wir das hier weg.
Gut, wunderbar. Und jetzt können wir hier runter. Da ein Bogen nach innen. Und innen müssen wir kurz schauen, wo wir jetzt sind. Natürlich ganz miese. Ach, jetzt kann man den auch nicht anvisieren. Ah, witzig. Was war's? Trennscheibe, oder? Ja, da muss man halt den Umweg machen, hä? Und dann kann man so. Hey. Genau. So. Dann rammen wir den Boden wieder einsetzen. So. Und dann Form 1. Genau. Wunderbar. So sieht's gut aus. Okay. Wir haben den eigentlich schon montiert. Wollen wir den mal in Betrieb nehmen? Ah, wir müssen jetzt Strom. Jetzt ist ja alles aus. Jetzt können wir einschalten, dann ist auch die Schleuse aktiv. Dann ist das hier aktiv. Und dann können wir auch den einschalten. Gut, wieso blinkt der? Inhalt, nichts. Wir machen mal zu, das Ventil. Und das Ventil machen wir auch zu. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir gerade Erze hier zum Testen? Ja gut. Eigentlich nichts. Momentan blinkt ein Fehler. Was ist denn ein Fehler? Gut, wir werden es mal kurz testen. Wir sagen mal die Atmosphäre hier ab. Ich möchte ihn nur mal kurz einheizen. Da hat es nichts drin. Da auch nicht. Ist gut. Ist so, das sind so wie die Truhen und das sind die Schalkerkisten. Also ich meine, wenn man jetzt so hochrechnet, pro Gürtel kann man X oder es gibt ja noch die größeren Gürtel und dann hat man so viel Lagerplatz. Also ich meine, da kann man tonnenweise Erze hier lagern. Gut, Atmosphäre ist draußen. Gut. Okay. Jetzt kann ich die auch in die Finger nehmen, die Erze. Dann nehmen Sie mal zwei Stück von dem und nehmen Sie mal ein Stück von dem. Gut. Das sollte ich auch so reinschmeißen können. Müssen wir wieder zünden? Ja, er hat es gezündet. Yes. Er kriegt Druck. Wunderbar. Es funktioniert schon. Und der Druck bleibt jetzt auch, oder? Er bleibt. Er kommt nicht raus, das ist super. Und jetzt sollte ich ja hier aufmachen können. Das ist Auslassventil. Ausgang. Das ist Ausgang. Mache ich mal Ausgang auf. Und jetzt sollte nichts passieren, hä? Wieso nicht? Muss man fester aufmachen. Das ist Maximum Ausgang, 100 Liter. Rätsel in der Dunkelheit. Zwar er sinkt der Druck. Gut. Wenn ich jetzt zumache. Sinkt er weiterhin. Komisch. Ah, warte mal, warte, 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 warte. Ich mach mal hier zu. Kein Strom. Mist. Haben wir noch. Was passiert, wenn wir hier drin stehen und kein Brecheisen haben? Dann sind wir so gut wie tot. Schalten mal die aus. Ah, wir haben eh keinen Strom. Gut, dann haben wir eh verloren. Aber hier scheint nichts rauszukommen, hä? Gut. Ja, jetzt ist natürlich der Versuch am Arsch, hä? Jetzt haben wir wieder keinen Strom mehr. Dann müssen wir nochmals mit Kohle nachhelfen. Haben wir noch Kohle?
Irgendwo haben wir sicher Kohle. Ach, nicht mehr allzu viel, hä? Da, schlecht, schlecht, schlecht. Power Low. Gut. Dann gib mir da Power. Okay. Weil wenn ich die Meldung kriege und ich weiß es gerade, dann sollte ich es gerade husch wechseln, wenn ich eh gerade da. So, jetzt. Wenn ich jetzt den Ausgang aufmache. Also ich mache mal ihn vollständig auf. Jetzt hat es aber nicht so viel Druck drin. Hat es hier jetzt null Effekt. Ich komme nicht raus. Komme nicht klar. Ist denn das Problem da unten? Das ist ja auch ein Ausgang. Ah, komm, wir müssen, können die Maschine direkt nicht. Wir machen da mal ein Stück Rohr ran. So. Nichts drin, leer. Und hier ist die Atmosphäre einfach drin vom Mars, weil es von daher reinzieht über diesen Stutzen. Muss man doch einen Hebel noch installieren. Das weiß ich, ah, ich weiß es echt nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sagen wir mal mit mehr Energie dahinter. Gut. Wir müssen ja eh brennen. Und das machen wir nächstes Mal. Wir müssen da diese Legierung haben für diese. Warte mal, jetzt schauen wir gerade mal kurz. Ah. Schalten wir mal die Anlagen ein. Das ist der Elektro. Und Batterie. Und wir wollen da die Batterie-Kit. Batterie-Kit groß. Das wollen wir machen. Und dazu brauchen wir alles Mögliche. Und Stellit haben wir noch nicht. Und da schauen wir es. Komm, wir schauen so. Stellit. Das hier. Und dazu brauchen wir den großen Ofen. Es gibt keinen anderen. Darum haben wir den Ofen gewartet. Gut. Kobalt, Silizium, Silber. Okay. Brauchen eine große Batterie. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit werde ich kurz farmen gehen, damit wir genug Erze da haben. Und ich werde noch, ich glaube, wir haben noch Platz für zwei Solarzellen. Hä? Oh, ich bin wieder oben. Nein, ich habe die installiert. Gut. Ich werde einfach noch farmen gehen in der Zwischenzeit. So, und essen und trinken müssen wir doch auch. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.